So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM. Ich schaue, oder XCOM 2 besser gesagt, ich schaue mal kurz, auf einer läuft. Perfekt, super. Wir gehen wieder auf die Brücke, wir haben nämlich was zu tun. Wir wollen nämlich den Schwarzmarkt hier. Wir wollen den Schwarzmarkt eigentlich nicht so. Oh! Sie erweisen sich immer wieder als einfallsreich, Commander. Obwohl Sie den Aliens mit der Zerstörung der Geheimeinrichtung zugesetzt haben, liegt noch viel Arbeit vor uns. Stimmt ja, das hatte ich ja komplett vergessen. Wir haben ja das Avatar-Projekt behindert, weil wir die Einrichtung kaputt gemacht haben. So, wir können jetzt entweder mit Westeuropa oder Ostafrika noch ein wenig, also nochmal Kontakt herstellen. Ich denke, ich nehme Ostafrika zuerst. Preis 30 Info, 3 bis 5 Tage. Es schadet Wir nämlich schöpfen nicht. unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Jep, da müssen wir definitiv auch was Versuche, reinstecken. lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Guerilla-Taktikschule einsatzbereit. Super, die Gorilla-Taktikschule. Nee, Guerilla natürlich. Neue taktische und Truppverbesserungen sind jetzt zum Kauf verfügbar. Neuer Personalplatz verfügbar. Bildet Rekruten zu einer spezifischen Klasse aus. Jetzt verfügbar. Li Ming Xiao. Glaube ich, dass sie so ausgesprochen wird. Yep, ein Fitnessstudio. Nein, nicht ganz. Es ist relativ praktisch, weil hier können wir halt einen Rekruten zu einer bestimmten Klasse ausbauen, aber wir können hier vor allem Kampftaktiken kaufen. Und zum Beispiel die Truppgröße erhöhen. Und hier sind noch so ein paar andere Sachen, die sehr geil sind. Einmal Geier. Pfeile lassen bei jedem Beuteabwurf einen zusätzlichen Gegenstand fallen. Nett. Truppgröße 1 wird auf jeden Fall gekauft. Das heißt, wir können ein Mitglied in der Truppe mehr haben. Blitzangriff. Einheiten erhalten für die ersten zwei Kampfrunden plus 3 Mobilität, solange der Trupp verborgen bleibt. Blutvergießen. Jeder Kill bringt 25% mehr Erfahrung. Dann hier sind ein paar Sachen. Dafür braucht man einen Soldaten mindestens mit einem gewissen Rang. Und hier braucht man sogar Scharfschützen entsprechenden oder andere Sachen in den Klassen in den entsprechenden Sachen. Vergeltung. Braucht einen Lieutenant. Wenn ein Offizier stirbt oder kritisch verwundet wird, erhält ein Truppmitglied, nee, alten Truppmitglieder 2 Runden lang zufällige taktische Boni. Integrierte Kriegsführung. Das ist eine sehr praktische Sache. PKS-Boni, persönliche Kampfsimulationsboni, sind deutlich erhöht. Kommen später im Spiel, sind ziemlich nett. Truppgröße 2. Truppgröße nochmal um 1 erhöht. Brauchen wir aber euren Captain für. Hier, bleibt bei mir. Soldaten verbluten eher als direkt zu sterben. Grenadier, Megakracher. Sprengkörper können kritischen Schaden anrichten. Das ist hammerhart. Jäger, also dafür braucht man halt, wie gesagt, einen Captain. Also einen Grenadier-Captain. Jagdinstinkt. Angriffe gegen flankierte Ziele verursachen plus 3 Schaden. Schwertangriffe erhalten einen Bonus in Höhe von 15% auf ihre kritische Trefferchance. Scharfschütze, tödlicher Schuss. 10% erhöhte Trefferchance. Spezialist Druck standhalten. Gewährt bei Feuerschutz und Reflexschüssen plus 10 Zielsicherheit und die mögliche kritische Treffer damit zu erzielen. Auch unfassbar geil, aber das Wichtigste erstmal die Truppgröße. Und ehrlich, Blitzangriff ist schon ganz nett. Aber Geier auch. Ich glaube, ich nehme den Geier. So, jetzt haben wir nicht mehr allzu viele Vorräte. Ist aber auch nicht so schlimm. Und wir haben jetzt wieder einen neuen. Wir können hier freiräumen. Wir haben einen weiteren Ingenieur wieder frei. Dann wollen wir doch jetzt mal schauen, dass wir hier Kontakt aufnehmen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Na gut, dann eben nicht, Teigen. Widerstandsfunk, Forschung abgeschlossen, Funkrelais verfügbar. Das ist übrigens sehr praktisch. Die Avenger wird unseren Anforderungen hinsichtlich der Koordinierung unseres Kommunikationsnetzwerks einigermaßen gerecht. Aber wenn wir unsere Reichweite vergrößern wollen, um jede mögliche Gruppe zu erreichen, müssen wir noch mehr tun. Eine Reihe von sorgfältig platzierten Relay-Türmen sollte ausreichen, wenn es uns gelingt, die von den Aliens abgekupferte Kommunikationsausrüstung zu miniaturisieren. Es wird eine Gratwanderung, die benötigte Sendeleistung mit dem steigenden Risiko entdeckt zu werden, ins Gleichgewicht zu bringen. Aber das ist unsere beste Chance zur Verbesserung unserer Möglichkeiten. Dank der erhöhten Abdeckung können wir damit rechnen, dass die Effizienz der lokalen Widerstandseinsätze steigt
und so die Gruppen innerhalb der Reichweite der Türme stärkt. So. Wir können die Verschlüsselung hier jetzt machen. Den Datenspeicher können wir ebenfalls entschlüsseln. Die Viper-Autopsie haben wir. Psionik. Das ist auch übrigens eine sehr schöne Sache. Obwohl wir sie bereits früher Psy-Kräfte benutzt haben, haben unsere jüngsten Begegnungen mit den Aliens wirklich gezeigt, wie die Aliens jetzt in der Lage sind, den Strom von psionischer Energie so geschickt zu manipulieren. Blablabla. Wir können tatsächlich Psy-Kämpfer irgendwann ausbilden. Das ist extrem praktisch. Erstmal die Viper-Leiche. Diese Kreatur ist eindeutig von reptilienartiger Natur, auch wenn sie nicht nur empfindungsfähig, sondern auch überaus intelligent zu sein scheint. Dennoch ähnelt ihre zugrunde liegende Physiologie auffallend einer Reihe von irdischen Spezies, einschließlich der Giftbeutel, die wir vielleicht synthetisieren und für unsere medizinische Ausrüstung nutzen können. Auch wenn ich mich langsam an den Anblick der Kreuzung von menschlichem und Alien-Genmaterial gewöhnt haben sollte, muss ich zugeben, dass diese reptilienartige Kreatur mit ihren eindeutig menschlichen Merkmalen besonders beunruhigend wirkt. Berichte aus der Invasionszeit enthielten Hinweise auf eine Spezies mit wenigen reptilienartigen Zügen, aber nichts, das so offensichtlich wäre wie das hier. Ja, das war halt das, was früher mal der dünne Mann war. Und ja, diese Spezies ist eigentlich auch grundsätzlich weiblich. Ich bin mit den bisherigen Forschungsfortschritten zufrieden. Aber es gibt noch viel über die Pläne der Aliens zu lernen. Gut, erstmal. Commander, aufgrund der gemeinsam mit Shen erzielten Forschungsergebnisse glaube ich, dass wir die Kosten für das Kontaktieren zusätzlicher Regionen durch die Errichtung von Funkrelais-Türmen innerhalb unseres Netzwerks senken können. Je weiter eine Region von einem Relais entfernt ist, desto mehr Informationen wird uns der Kontakt kosten. Ich schlage vor, Relais entlang der äußeren Grenzen unseres Netzwerks zu errichten. Der Widerstand wird die Errichtung der Relais zu schätzen wissen und uns entsprechend belohnen. Das stimmt wohl. Erst einmal Kontakt herstellen. Jetzt haben wir uns Ostafrika geangelt. Höre sie laut und deutlich! Vigilio Confido, Commander. Die Einwohner von Ostafrika sind bereit, XCOM zu helfen, wo immer wir können. Neue regionale Kontakte gefunden. Osteuropa ist jetzt erreichbar. Und ich würde sagen, ja, jetzt haben wir gerade die Möglichkeiten. Relay. Ach, Afrika-Spionagering. Oh! Ich sehe gerade, stelle den Kontakt her und installiere ein Funkrelais auf diesem Kontinent, um diesen Bonus zu erhalten. Dann werden wir hier mal ein Funkrelais bauen. Ah, Preis 50 Vorräte kann ich nicht. Und Kontakte herstellen können wir auch nicht mehr. Dann werde ich jetzt hier mal das verschlüsselte Signal holen. Und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was kommt. Weil ich weiß, was das hier für eine Mission ist. Oh, die Trümmer sind weggeräumt. Wir haben 52 Vorräte. Raum ansehen. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Wir werden jetzt hier erstmal noch weiter Alien-Trümmer entfernen, solange wir da die gute Möglichkeit haben. Und hier haben wir bald dann ein Energierelay und damit können wir dann deutlich mehr Räume bauen, unter anderem Testbereich und so weiter. Zuallererst jetzt aber haben wir hier genug. Wir können das Ding bauen. Ich setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. So, Übertragung annehmen. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Oh, wir können zwei Leute also rekrutieren. Doktor und Doktor jeweils. Das heißt, wahrscheinlich sind das Wissenschaftler. Das sollte ich machen. So, wir haben Informationen über die aktuellen Aktivitäten der Aliens erhalten. Es laufen bereits Vorbereitungen, um diese düsteren Ereignisse zu durchkreuzen, bevor sie umgesetzt werden können. Ach, wir haben die ein bisschen verzögert. Das war alles. Gegenmaßnahmen sind in Kürze verfügbar.
Nächster Vergeltungsschlag in 2 Wochen. Ich würde gerne das hier aufdecken. Dafür müssen wir ein bisschen Info ausgeben, aber passt. Ellen verbessern ihre Verschlüsselung. Alle Informationskosten sind 1 Monat lang um 100% erhöht. Das wäre richtig kacke. Noch nicht. Ich werde erstmal dieses Funkrelais bauen. So, Nachricht vom Widerstand. Commander, der Widerstandsrat hat neue Informationen zu einsetzen mit hoher Priorität. Okay. Ach nee, wir kriegen da hier einen Ingenieur. Operation Blutiger Dorn. Evakuiere die VIP aus der Adventsstadt. Klar, gerne. Für einen Ingenieur? Aber immer wieder. So. Sergeant Harris, genannt Colt. Private Hahn, Private Kelly. Ein Rekrut. Wir haben jetzt keinen Grenadier gerade. Ich schaue noch kurz, haben wir gerade keinen Grenadier, der einsatzbereit ist? Tatsache. Dann war's so. Mit der Ausrüstung bin ich eigentlich auch relativ zufrieden. Wobei... Moment. Wir haben Ranger dabei. Ausrüstung. Die Jägeraxt. Macht mehr Schaden, hat eine gleiche Crit-Chance und kann geworfen werden. Wenig schwerfällig sein, aber in den richtigen Händen kann dieses Ding alles niedermähen, was sich ihnen in den Weg stellt. So. Waffenverbesserung. Schafft. Fehlschüsse fügen noch einen Schaden zu. Magazingröße und so weiter. Habe ich lieber einen Schafft. Rekruten verpasse ich noch nichts, weil die eventuell die Waffe wechseln. So, Mr. Hahn. Magazinerweiterung ist schon ganz gut für Scharfschützen. Ja, ich glaube, die Frostgranate brauche ich jetzt bei dem Einsatz definitiv. Aber wahrscheinlich... Rekrut stirbt mir zu schnell weg. Ja, komm. Muss ich bei der hier eben besonders aufpassen. Hat sie jetzt die Frostbombe. Passt schon. Bin ich jetzt mal gespannt, wie die Mission aussehen wird. Also wir sollen halt eine VIP retten. Das heißt, wir starten definitiv verborgen. Wir haben eine Übertragung der höchsten Priorität vom Sprecherempfang. Der Widerstand hat hier im Gebiet eine VIP im Einsatz, die unverzüglich extrahiert werden muss. Advent-Truppen in der Nähe sind in Kampfbereitschaft. Seien Sie bereit, alle Feindkontakte auszuschalten. Sichern Sie das Gebiet und geleiten Sie die VIP in Sicherheit. So, evakuiere die VIP aus der Advent-Stadt. Ziel, bring die VIP zum Evakuierungspunkt. Advent, wichtiger Kreis, Kano. Operation Blutiger Dorn. Schicke Zielkoordinaten. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Die Evakuierungszone ist auf dem Dach. Ach, die VIP ist schon direkt hier. Weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Okay, jetzt ist also wichtig, dass wir uns nicht völlig dämlich anstellen. Die VIP bewegen wir als Letzte. Und wir haben auch nicht beliebig viel Zeit. Erstmal hier hin. Gefunden. Ja. Da sind wir ja schon mal in einer super Position. 50% und der wäre dann direkt tot, das wäre sehr praktisch. Jetzt noch die Viper. Förderung? Jane Kelly kann direkt im Nahkampf angreifen, das ist sehr praktisch.
Hier haben wir aber eine Person. Heftiger Schuss. Verringert die Trefferchance auf 66%, verursacht dann aber deutlich mehr Schaden. Ansonsten... Na komm, wozu habe ich denn bitte meine Axtschwingerin? Ja, wobei er, wenn dieser Gegen... Ja, wobei, komm. Machen wir. Nur gestreift, okay. Leicht vorbei. So, Colt. 4-6. Nicht so toll, aber muss reichen. Perfekt. Bedrohung ausgeschaltet. Ich liebe Scharfschützen einfach. Gibt nichts Besseres. Bin schon dabei. Ja, stimmt, Rascal hat ja den Bolzenwerfer. So, der geht hier hin. Wir werden nicht so ohne weiteres hier durchkommen, glaube ich, aber... Interessant, dass dieser Ingenieur auf sich einfach so darunter schwingt. Momentan sehen wir noch... Oh, wir können was hacken. Das probieren wir mal. Das kann jetzt zum Nachteil werden, das kann aber auch richtig geil werden. Gescheiterter Hackversuch verleiht allen Feinden einen Verteidigungsmobilitätsschub. Ist jetzt nicht so toll, aber ist auch nicht so hohe Chance. Und hier, das ist der Feedback-Effekt. Kritische Trefferchance der Soldaten 2 Runden um 33 erhöht oder des gesamten Trupps. Da ist mir des Soldaten lieber, weil wir da eine hohe Chance haben. Ja, geil. Oh, hätte sogar damit geklappt. Da können wir aber teilweise richtig geile Sachen haben, zum Beispiel dauerhafte Erhöhung des Hackwerts und sowas. Und vor allem... So. Kann sich jetzt noch bewegen. Ich würde sagen mal... Ja, hier hin. Was ist da drüben? Augenscheinlich nüscht. So, Jane Kelly. Verstanden. Rücke ab. Niemand zu sehen. Gut, dann kann der Rest jetzt halbwegs sicher nachlaufen. Ich gebe mal Feuerschutz. Feuerschutz. Das lass ich mir nicht zweimal. Colt läuft dahin. Jetzt ist es eine Scharfschützin Colt genannt wird. Naja. Du läufst hier hin. Und gehst einfach in Deckung. Und er hier... ist ein Scharfschütze. Halte ich ein bisschen zurück und lasse ihn halt quasi hier mal Pistolenfeuerschutz geben, wenigstens für den Fall, dass jetzt Gegner ins Sichtfeld laufen. Tun sie nicht. Was hat sie hier? Ach, sie ist noch erschüttert. Das ist unpraktisch. Verstanden. Bin unterwegs. Haben es mit Edward. Ich wollte gerade sagen, hier sehen wir doch wen. Oder einfach ein Nahkampfangriff. Aber dann steht sie halt mittendrin und das will ich eigentlich nicht. Was ist mit dem Axtwurf? 4-6. Das ist das gleiche wie hier. Nur eine etwas bessere Trefferchance, aber ich glaube, ich bewahre den Axtwurf noch auf. So einfach kann es gehen. Förderung. So. Colt hat eine 47% Chance nur. Weil hier haben wir eine Person mit einer Granate. Bestätigt. Damit können wir erstmal die Deckung wegmachen. Granate! Granate unterwegs. Boing.
So, jetzt steht er nämlich offen. ...92% ist schon eine ganz andere Hausnummer. Weil ich denn mit unserem Herrn Hahn hier... Ach, der sieht gar nichts. Dann machen wir das so. Boom, Schakalaka. Ja. Ziel erledigt. Ich würde mal sagen, das war eine beeindruckende Vorstellung. Ansonsten haben wir hier noch unseren Bernhard Hahn. Mit dem kommen wir aber jetzt nicht in eine Situation, in eine Position, in der wir angreifen können. Hier stehen wir immerhin in Deckung. Rascal. Kann hier hingehen. Sieht den sogar. 49% ist mir nicht genug. Aber er läuft ja vielleicht aus der Deckung. Oder Moment. Gefechtsprotokoll. Macht leider nur 2 Schaden. Dann muss ich es probieren. Oder ich gebe Feuerschutz. Ja komm, ich gebe Feuerschutz. Und er geht hier zwischen den Soldaten in Deckung. Ist zum Glück keine Viper, die eine Giftwolke machen kann oder so. Sie ziehen sich zurück. Okay, dann kann es jetzt wirklich gefährlich werden. Wir haben noch 9 Runden, um da hochzukommen. Das ist nicht wirklich ein Problem. Okay. Oh, wir sehen den. 25% Chance. Komm, probier's. Manchmal hat man Glück. So. Das Problem ist, wir müssen nach da oben. Ich habe ein bisschen Schiss, da hoch zu rennen, weil eventuell sind da oben Einheiten. Das heißt, hierhin ist schon mal okay. Aber nicht, dass wir mit Gelb da oben landen. Och nein. Ja gut, wozu haben wir einen Hacker? Das Geschütz steht... Moment. Hier? Oder? Kommt dann wahrscheinlich von da aus nicht unbedingt ran. Wird schon nichts passieren. Nein. Aber kann hier in Deckung gehen. Aber so ein Geschütz ist halt echt übel vom Schaden. 69%. Nicht Distanzschutze. Heftiger Schuss ist 52%, macht dann aber auch 6 bis 9 Schaden. Ansonsten ist halt 4 bis 6 und dann muss ich schon die 6 machen, um auf jeden Fall zu töten. Ich probiere es so. Heftiger Schuss. Das Ding ist hinüber. So, die VIP. Und Mr. Hahn. Oder besser, Herr Hahn ist ja ein Deutscher. Ist ja ein Bernhard Hahn. Minus 1,5, Vorsicht. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Gut, ich würde aber sagen, mit dieser Nachricht machen wir mal kurz einen Schnitt und machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik da vielleicht ein Däumchen nach oben und wir schauen in der nächsten Folge, wie wir hier weiterkommen. Aber bisher sieht es ja sehr gut aus. Bis dahin, cheerio.